Die Menschen sind nach wie vor, in Deutschland sind 20% adipös und 60% übergewichtig. Das ist zu viel. Die Wissenschaftler sind überzeugt, deutlich zu viele Pfunde purzeln nur, wenn sich das Umfeld der Ernährung im Alltag ändert. Das heißt Aufklärung, Kennzeichnung von Lebensmitteln, Energiegehalt, Nährstoffrelation. Ampelsystem ist nicht sehr hilfreich, weil nach Ampel wäre das Olivenöl, das sehr sinnvoll ist. Rot macht keinen Sinn, aber eine Kennzeichnung macht Sinn. Vielleicht macht auch eine Änderung des Zuckergehalts Sinn, ob man das jetzt gesetzlich mit einer Steuer machen muss. Wir haben ja schon eine Zuckersteuer, also noch eine macht wahrscheinlich nicht viel Sinn. Fett ist besteuert, Alkohol ist besteuert. Und die Prävention mit Alkohol und Zigarettenrauchen hat uns gezeigt, wenn wir die Verhältnisse ändern, dann nimmt die Zahl der Menschen, die von diesen Suchterkrankungen wie Alkohol und Nikotin befallen sind, ab. Und ähnlich müssen wir das mit der Adipositas machen. Der Mensch muss wissen, was er isst und was ihm gut tut. Früh anfangen. Es gibt ganz einfache Regeln in den Kitas. Die Gemeinschaftsernährung durch diätetische Fachberufe mit begleiten zu lassen, dass die sagen, das ist gut, das ist schlecht. Also in der Kita schulen, essen lernen, kochen lernen, in den Kindergärten, dann auch in den Schulen. Eine Stunde Sport in der Woche ist nichts. Die sollten eine Stunde am Tag sich bewegen, unter Aufsicht bewegen. Das macht Sinn, also die Bewegung. Und dann die Ernährung. Auch die Schule hat die Chance, Küchen einzurichten. Ein Kiosk, der gesteuert wird. Und auch hier ist Fachpersonal gefragt. Da gehört mal ein Vortrag durch einen Mediziner platziert. Dann müssen Ernährungsfachkräfte in den Prozess eingegliedert werden. Schulen haben auch Psychologen, dann müssen die halt Verhaltenspsychologie machen. Dann hätten wir die Grundlagen der Verhältnisprävention und das könnte erfolgreich sein. Wenn dann auch noch die Supermärkte auf den Zug Richtung Gesundheit aufsteigen. Wir sind auf gutem Wege. Die XXL-Diskussion ist im Moment schon im Rückgang. Also es finden Sie keine Anzeigen mehr, die sagen, kauf zwei und iss drei. Das macht keinen Sinn. Wir sind aus dem Hungerzustand ja raus in Deutschland. Die Supermärkte selbst, und da haben wir ja nur noch vier große Ketten, die sind sehr intelligent und arbeiten im Moment mit vielen Fachgesellschaften zusammen, um ihre Produkte fettärmer zu machen, um die Produkte zuckerärmer zu machen. Also da kommt wahrscheinlich mehr aus der Industrie, weil die merken, der Umsatz dieser Produkte ist nicht mehr steigerungsfähig, sondern gesunde Produkte werden nachgefragt. Da gibt es gute Beispiele, da bin ich ganz zuversichtlich. Wenn einer anfängt, machen alle mit. Da kommt sicher mehr, als wenn sie die Politik alleine durch Gesetze entscheiden lassen. Der Mensch will ja auch selber entscheiden, was er isst. Aber wenn der Supermarkt vollsteht mit lauter krankmachenden Lebensmitteln, dann kann er sich nicht mehr entscheiden.